Wer gerne thailändisch isst, kennt das würzige Tannennadelaroma. In Asia-Läden findet man die rötlich-braunen Knollen häufig und im Mittelalter heilte man fast jedes Zipperlein mit dieser Wurzel galant. Zu Unrecht ist die Wurzel nach dem Mittelalter für lange Zeit in Vergessenheit geraten. Dabei lassen sich mit der exotischen Wurzel nicht nur köstliche Gerichte zaubern, auch Erkältungen, Kopfschmerzen und Magen-Darm-Beschwerden sind damit einfach und ohne Nebenwirkungen behandelbar. Zum Glück ist Galgant heute wieder auf dem Vormarsch und die bräunliche Wurzel mit den rosa Knospen findet sich wieder häufiger auf Märkten oder im Supermarktregal. Galgant ist ein Ingwergewächs und eine in Vergessenheit geratene Wunderknolle und findet hauptsächlich in der chinesischen Medizin Anwendung. Galgant wird in der Naturheilkunde vielfältig eingesetzt gegen folgende Beschwerden und Krankheiten: Erkältungskrankheiten, Erschöpfung, Frühjahresmüdigkeit, Schlafstörungen, Magen-Darm-Beschwerden, Sodbrennen, Übelkeit und Erbrechen, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Menstruationsbeschwerden, Fieber, Reisekrankheit, Gänkeentzündungen, Hexenschuss und sogar Zahnfleischentzündungen. Die Galgantwurzel enthält ätherische Öle und eine Vielzahl von Schafstoffen, Gingerolen, Gerbstoffen und Flavonoiden. Die Schafstoffe beruhigen den Magen und fördern die Verdauung. Das im Galgant enthaltene Ziniol wirkt entzündungshemmend und schleimlösend und lindert Erkältungen und Lungenbeschwerden. Die Gingerole wirken krebshemmend, antibakteriell und entzündungshemmend. Aufgrund seiner blutverdünnenden Wirkung kann Galgant die Wirkung bestimmter Medikamente beeinflussen oder sogar die Monatsblutung verstärken. Schwangere sollten vorsichtig sein, denn Galgant kann auch Wehen auslösen. Für 2 Tassen Galgant-Tee werden 2 Scheiben frischen Galgants fein gehackt und mit 1/2 Liter Wasser aufgekocht. Den Sud ca. 30 Minuten leicht köcheln lassen, durch ein Sieb abgießen und nach Belieben mit Honig süßen. Der Tee wärmt und wirkt bei Schnupfen, Zahnfleischentzündung und Magenbeschwerden entzündungshemmend, antibakteriell, fiebersenkend und schleimlösend. Generell gilt für die Zubereitung eines Galgant-Tees das gleiche wie für die Zubereitung von Ingwer-Tee. Über die Heilwirkungen des Ingwers habe ich ja bereits ein Video gemacht, den Link dazu findest du unter diesem Video. Frische Galgant-Knollen findet man am ehesten in Asia-Läden oder beim gut sortierten Gemüsehändler auf dem Markt. Einige größere Supermarktketten führen inzwischen ebenfalls Galgant. Galgant-Pulver bekommt man auch in Asia-Läden. Qualitativ hochwertiger und aromatischer ist Galgant-Pulver aus dem Bioladen oder dem Reformhaus. Die frische Wurzelknolle lässt sich mit einem Gemüseschäler schälen und wird dann in feine Streifen geschnitten, gerieben, gehackt oder auch gepresst. Genauso wie Ingwer wird frischer Galgant als Würzzutat Wok- und Reisgerichten, exotischen Drinks, Smoothies und Suppen sowie Süßspeisen zugefügt. In Thailand ist frisch geriebener Galgant wichtiger Bestandteil der roten oder grünen Currypasten. Frischer Galgant riecht und schmeckt leicht süßlich mit leichter pfeffriger Schärfe und einem feinen Tannennadelduft. In dünnen Scheiben geschnitten lässt sich frischer Galgant auch hervorragend trocknen.